Herzlich willkommen zu diesem Video zur Lehrveranstaltung Textkodierung und Textanalyse mit der TI. Mein Name ist Pauline Christopher, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Informationsmodellierung an der Universität Graz. In diesem Video werden wir uns mit XML, der Extensible Markup Language, und TI, der Text Encoding Initiative, beschäftigen und eine Einführung geben. Unser Plan ist, dass wir eben diese Auszeichnungssprache XML kennenlernen. Wir werden mit dem XML-Editor Oxygen arbeiten und den de facto Standard innerhalb der Geisteswissenschaften zur Auszeichnung von Text, die TEI, kennenlernen. Data, Data Everywhere. Für uns Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler ist es eine große Herausforderung, mit den Daten umzugehen. Die Daten sind eben die Grundlage, auf deren unsere neuen Erkenntnisse basieren. Und um diese geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten, könnte man sagen, so aufzubereiten, dass auch Maschinen damit arbeiten können, damit unsere Rechner, unsere Laptops, unsere PCs damit arbeiten können, müssen wir diese Daten auf eine bestimmte Art und Weise strukturieren und organisieren. Und ein Weg, diese Strukturierung, diese Organisation dieser Daten vorzunehmen, die sich besonders für Textdaten hervorgetan hat, ist eben XML. Und ich möchte gleich mit einem ganz einfachen Beispiel beginnen. Wir haben hier ein Sample Memo, also einfach eine Art von Nachricht, die einen Sender, einen Empfänger und eine Message hat, irgendeinen Textinhalt. Und wir überlegen uns jetzt, wie könnte ein Datenmodell zur Beschreibung solcher Memos ausschauen. Wir haben also einen To-Bereich, so eine Nachricht geht an den Luke Skywalker, dann haben wir einen Bereich From, wo definiert ist, woher die Nachricht kommt, nämlich von der Rebel Alliance, und dann haben wir einen Bereich Message, wo drinnen steht, Yoda says, for your support, thank I must. Und dann haben wir noch diesen Bereich, for your support, thank I must, der ist unter Anführungszeichen sozusagen zitiert. In der Form gibt es ja einfach nur die Sequenz des Textes, also dass man von links oben bis rechts unten den durchlesen kann, aber wir Menschen sehen schon, aha, es gibt da bestimmte Bereiche, die haben bestimmte Bedeutungen und diese Bedeutungen müssen wir auch für den Computer sichtbar machen. Überführen wir vielleicht das Ganze in eine andere Darstellungsform, beispielsweise in eine Baumstruktur, das uns dann dabei helfen kann, die Struktur dieser Memos besser zu verstehen. Gehen wir davon aus, es gibt ein Hauptelement, das definiert einmal Memos und unterscheidet eben Memos von Briefen, von Postkarten, von einem Buch, keine Ahnung, von anderen Textsorten beispielsweise. Es gibt also ein Memo und dieses Memo ist einmal in diese drei Bereiche aufgeteilt. In das To, in das From und in den Body-Bereich. Und weiters können wir dann nur sagen, dass in diesem To-Bereich eben Luke Skywalker drinsteht. In diesem From-Bereich Rebel Alliance und dieser Body-Part, der ist ein bisschen komplexer in diesem Beispiel, der teilt sich dann auf in einen P-Element, das für einen Paragraphen steht, also einfach wo ein Text sich befindet. Also ich habe jetzt dieses Body, in diesem Message-Bereich einfach Body genannt, weil das schon das Herzstück der Nachricht darstellt und das wird gemeinhin auch als Body bezeichnet. Vielleicht habt ihr schon mal HTML-Dokument geschrieben und das kommt euch dann sowieso schon bekannt vor. Dass eben hier die eigentliche Nachricht dann in einem Body gesetzt wird. Body und Message ist in dem Fall das gleiche und teilt sich eben auf in ein P. P steht für einen Paragraphen, da darf einfach Text drinstehen. Und eben in ein Q. Das Q steht für die Quotation, also für den Bereich, der unter Anführungszeichen ist. For your support, thank I must, ist also nochmal anders strukturiert wie Yoda says. Aber beides zusammen sind eben in diesem Body, sind in dieser Message drinnen. Und da man das Ganze natürlich, wenn man das in einem Computer verwenden möchte, formal beschreiben muss, also formalisieren muss, hat man sich überlegt, wie man diese, ich sage mal, Bedeutung zu diesen Texten hinzufügen kann. Und dann ist man auf die Idee gekommen, auf sogenannte TextSet Notation und auf die spitzen Klammern, die sozusagen den Text von diesen Elementen trennen und die Elemente, die Tags, die Bedeutung für den jeweiligen Inhalt mit sich bringen. Also ein Tag ist in einem Informationssystem ein Keyword, also ein Schlüsselwort oder ein Begriff, der zu einem Text, zu einer bestimmten
Information eine weitere Metainformation hinzufügt. Also wenn wir einfach den Text haben, Yoda says, for your support, thank I must, dann ist das Ganze in einem P, also in einem eigenen Paragraphen. Und das Q sagt, aha, nur dieser Bereich ist eine Quotation. Der ist also unter Anführungszeichen. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie es zu dieser Spitzenklammern, also zu diesen Pointy Brackets kommt, dann würde ich euch empfehlen, hier dieses Video von Computerfile anzuschauen. Also man hat sich einfach überlegt, wie könnte eine Struktur aussehen, wo sowohl der Text erhalten bleibt, als auch die Auszeichnung, die zusätzliche Information zu diesem Text. Und dieses erste Ergebnis, das sich in den 1980ern dann etabliert hat, war eben SGML, die Standard Generalized Markup Language. SGML ist eine Metasprache, mit deren Hilfe man verschiedene Auszeichnungssprachen für Dokumente definieren kann. Und ist sozusagen eine ISO-standardisierte, genormte, verallgemeinerte Auszeichnungssprache. Und die verwendet eben die spitzen Klammern, um die Elemente als Elemente sichtbar zu machen und zu deklarieren. Und ich glaube, die Struktur lässt sich dann eh klar erkennen. Wir haben eben wieder dieses Memo als Wurzelelement. Darin befindet sich das To, das From mit den jeweiligen Sender und Empfänger, dann gibt es den Body-Bereich, das spricht genau der Struktur, die wir vorher in dem Baum gesehen haben. Also SGML definiert somit auch eine Baumstruktur und lässt sie dann weiter verschachteln. Warum das Ganze? Wie gesagt, wir haben ja gesagt, Data, Data Everywhere, und wir müssen das irgendwie standardisieren, organisieren und verwalten. Und jetzt ist es sozusagen möglich, wenn wir alle unsere Memos auf diese Art und Weise strukturieren, dass wir beispielsweise immer dieses, was im Q drin steht, adressieren könnten, also alle Zitate in allen Memos adressieren oder alle from in allen unseren Memos adressieren. Dadurch, dass das standardisiert ist, ist es natürlich möglich. Und wir werden uns nicht weiter mit SGML beschäftigen, sondern wir werden uns mit XML beschäftigen, das wir hier sehen, und mit der TI, das wir hier sehen. Kurz zu diesem Diagramm. Dieses Diagramm zeigt die unterschiedlichen Subsets und Applications, also Anwendungen, die auf SGML zurückgehen oder auf SGML basieren. Also SGML ist eine Metasyntax. Damit kann ich andere Sprachen beschreiben. Die TI und HTML, also die TI ist ein Tagset, um eben Text auszuzeichnen. HTML ist ein Tagset, um eben Webdokumente auszuzeichnen. Das sind Anwendungen von SGML. So auch unser Memo-Beispiel, das wir gerade vorher definiert haben. Wir haben also auch ein eigenes Tagset entwickelt, um unsere Memos zu beschreiben. Das gehört in diese Richtung. XML hingegen ist ein Subset von SGML, ist also auch eine Metasprache, mit der ich dann wieder andere Anwendungen definieren kann. Zum Beispiel das XHTML oder SVG, also es sind nicht nur textspezifische Dokumente, sondern auch Bilder kann ich damit beschreiben. Oder auch RDF, also die Resource Description Framework, ist eine eigene Sprache und diese Sprache lässt sich beispielsweise in XML serialisieren. Gehen wir also wieder einen Schritt weiter und stellen wir unser Memo-Beispiel als XML dar. Ihr seht, habe ich jetzt hier einfach keine Buchstaben verwendet. Das ist jetzt reine, zwar noch freien Belieben meinerseits. SGML kann man natürlich auch mit kleinen Buchstaben in den Elementnamen schreiben. Ich wollte es einfach ein bisschen visuell trennen. Also XML schaut eigentlich ziemlich genau aus wie SGML, ist aber wie gesagt ein Subset. Und das wird dann immer gekennzeichnet durch dieses Fragezeichen XML. Und das ist quasi ein Statement, das zu Beginn eines jeden XML Dokument stehen muss, damit dieses Dokument auch als XML-Dokument gelesen werden soll. XML wurde deswegen entwickelt, um eben Daten zu speichern, sie auszutauschen zwischen unterschiedlichen Akteuren und so auf eine Art und Weise, dass Menschen und Maschinen diese Daten lesen können. Und Extensible meint, erfinde deine eigenen Elemente, also erweitere dieses Markup-Language, diese Auszeichnungssprache so,
wie du es eben brauchst. Also Memo, To, From, Body, P und Q sind Elementnamen, die ich jetzt definiert habe. Die könnte jemand anders wieder anders definieren. Damit ist man nämlich, bringt natürlich wieder andere Probleme der Standardisierung mit sich, wenn jeder sozusagen seine eigenen Elemente schreiben kann, aber dafür werden wir auch Lösungen kennenlernen. Auf der anderen Seite ist es ziemlich mächtig und ausdrucksstark, weil ich hier ganz frei sein kann, und deswegen reden wir auch von einer Metasprache, hier Datenmodelle zu entwickeln und zu nutzen. Schreiben wir einfach mal unser erstes XML-Dokument. Und zwar nutzen wir dazu den XML-Editor Oxygen, den ich hier geöffnet habe. Unter Optionen, Preferences, und das jetzt nur so unter der Hand als kleiner Tipp, kann man unter Appearance den Look und den Feel sowie das Theme umstellen. Ich habe einfach gern ein dunkles Theme, das schaut einfach um einiges professioneller aus wie ich. Wir wollen jetzt einfach dieses Memo-Beispiel hier in diesen Editor schreiben. Dazu öffne ich einfach unter File, New, ein neues XML-Dokument. Und wie ihr seht, fügt er uns diese erste Zeile schon an. Ich habe schon gesagt, das deklariert ein Dokument als ein XML-Dokument, das in der Version 1.0 zur Verfügung steht. Die Version 1.0 ist nach wie vor die gleiche. Es hat sich nie eine andere Version, also es hat nie eine andere Version von XML gegeben. Wichtig ist noch dieser Bereich des Encodings. Das heißt, nach welcher Zeichenkodierung wird unser Dokument oder nach welcher Zeichenkodierung ist unser Dokument kodiert? UTF-8 ist ein Algorithmus, der die Unicode-Zeichenkodierung umsetzt und ermöglicht es uns einfach, alle Zeichen in unterschiedlichen Sprachen, ob das jetzt arabische Schriftzeichen sind, ein Ü im Deutschen oder auch schwedische Sonderzeichen, rumänische Sonderzeichen, die zu verwenden. Ja? Also das ist einfach das Encoding. Da könnte auch UTF-16 drinstehen. Das wäre gültig, weil UTF-16 ist einfach ein anderer Algorithmus für Unicode. Genau. Aber als Faustregel kann man sagen, hier sollte immer UTF-8 stehen. Dann braucht jedes XML-Dokument ein Root-Element, ein sogenanntes Wurzelelement. Und das sagt nämlich uns der Oxygen auch schon. Also Oxygen ist einfach ein Editor, der uns sehr, sehr viel dabei unterstützt, XML-Dokumente zu schreiben und mit XML-Dokumenten zu arbeiten. Und er sagt, a well-formed document requires a Root-Element. Und dann verwenden wir doch einfach Memo als unser Root-Element. Das ist unser Wurzelelement und das für ein valides XML-Dokument, also das alle Regeln von XML einhält, diese Regeln werden wir uns jetzt anschauen, ist es notwendig, ein Wurzelelement zu definieren. Und wir sehen, dass es jetzt schon ein valides XML-Dokument ist. Wir können auch jederzeit diese Überprüfung, ob wir alle Regeln, alle syntaktische Regeln eingehalten haben für das Schreiben eines XML-Dokuments, überprüfen, indem wir die Check-Well-Formedness, die Wohlgeformtheit unseres Objektes überprüfen und er sagt dann, Document is well formed, also syntaktisch ist alles korrekt. Machen wir mal einen Fehler in der Syntax und zwar schreiben wir hier irgendwas hin und dann haben wir ein Element und dieses Element schließen wir nicht. Und dann sagt er, das Element Type, the element type GH must be terminated by matching end tag. Das ist also eine Fehlermeldung, weil wir jetzt gegen die Regeln von XML verstoßen. Jedes Element in XML muss auch geschlossen werden. Also das könnte ich jetzt so schließen und dann wäre es wieder gehoben. Und was ich auch sagen wollte ist, dass wir diese Elemente ja benennen können, wie wir wollen. Extensible meint ja, erfinde deine eigenen Elemente. Aber wir wollen ja jetzt hier dieses To mal anlegen. Das From, diesen Text schmeißen wir weg. Hier sehen wir auch schon wieder, es wird dann gleich rot unterstrichen, wenn wir einen Fehler haben. Aha, in dem Fall haben wir eine schließende spitze Klammer vergessen. Es darf aber, also jedes Element muss immer zwischen zwei spitzen Klammern stehen. From, das To haben wir schon und das Body-Element. Und wir können innerhalb von Elementen weitere Elemente hinschreiben. Nämlich das P-Element ist ein Kind-Element vom Body.
Und das Body hat wiederum ein Q-Element als Child. Wir sehen also in dieser Baumstruktur, die wir hier haben, in dieser hierarchischen Struktur, gibt es etwas wie Kinder und Eltern, also Children und Parents. Also Q ist ein Children von P, P ist ein Child von Body und Body ist ein Child von Memo, sowie auch To und From. So, wir haben jetzt einfach diese Felder mit dem Text befüllt. Luke Skywalker, Rebel Alliance und den Yoda Says Text. Wir haben genau ein Wurzelelement, wir haben Elemente. Elemente müssen sich immer geschlossen werden und können auch hierarchisch strukturiert werden. Fügen wir noch zu diesen Elementen etwas dazu, was wir auch noch können. Wir können nämlich in Elemente Attribute hineinschreiben. Also wenn wir hier ein Leerzeichen hinschreiben, dann könnten wir beispielsweise hier ID hinschreiben und ihr seht schon, das ist dann orange. Und unten steht Attribute Name ID associated with an element type memory must be followed by the ist gleich Character. Aha. Attribute sind also weitere Daten, die dieses Element weiter spezifizieren und beschreiben. Also die ID, können wir einfach sagen, es gibt eine ID, die hat ein Memo mit der ID memo.1. Und dann könnte man ja irgendwo dann ein zweites Memo haben. Das hat dann die ID memo.2 und die geht dann an, nicht an den Luke Skywalker, sondern an den C3PO und hat einfach den, weiß ich nicht, Hallo steht in dieser Nachricht drin. Genau. Jetzt ist es natürlich wieder rot, weil wir wieder eine Regel missachtet haben von XML, dass es genau ein Root-Element geben muss. Das heißt, wir müssen also Memo, also Memo.1 und Memo.2 als Kind-Elemente eines Root-Elements definieren und wir können ja einfach sagen, wir haben ein Root-Element, das heißt Memos und da sind alle Memos drinnen. Ein Tipp oder eine Möglichkeit in Oxygen, das jetzt ganz leicht umzusetzen, ist mit Steuerung E und dann können wir das, was wir markiert haben, in ein Element geben. Und das nenne ich jetzt einfach mal Memos. Und schon ist unser XML-Dokument wieder wohlgeformt und gültig. Jetzt passt uns irgendwie die Darstellung nicht. Also das ist jetzt gerade ein bisschen unübersichtlich, weil es ist nicht klar, wo Memos und wo Memo beginnt und aufhört. Dafür hat der Oxygen eine Funktionalität und die heißt bei mir Format and Intent. Und die ordnet uns einfach die XML-Struktur wieder so an, wie wir sie eben am besten brauchen können und am besten lesen. Das ist also ein ganz ein praktisches Werkzeug. Okay, dann was weiteres ist, dass die Elemente case-sensitive geschrieben werden müssen. Das heißt, wenn ein P-Element klein beginnt, dann muss es auch klein wieder beim schließenden Element zur Verfügung stehen. Ich darf hier nicht Groß- und Kleinschreibung durchmischen in den jeweils öffnenden und schließenden Elementen. Ich kann aber sehr wohl hier das Memo groß schreiben. Und ihr seht schon, dass der Oxygen wieder das Memo, das schließende Memo hier wieder automatisch angepasst hat. Das wäre natürlich erlaubt, aber es muss einfach einheitlich sein. Dann gibt es noch ein paar Besonderheiten, die man berücksichtigen muss. Und zwar, dass ich das kaufmännische und nicht einfach so verwenden kann, wie ich das möchte. Und zwar, wenn ich hier ein kaufmännisches und hinschreibe, dann bietet er mir mehrere Varianten an, wie ich das quasi anders umschreiben könnte. Das sind sogenannte Character Entities. Es gibt also reservierte Zeichen in XML. Das sind die spitzen Klammern, das sind die einfachen Anführungszeichen, die doppelten Anführungszeichen und eben das kaufmännische und. Und wenn ich einfach ein kaufmännisches und haben möchte, dann muss ich hier kaufmännisches und AMP Strichpunkt verwenden. Und dann ist es genau ein kaufmännisches und. Beziehungsweise auch wenn ich hier also zum Beispiel 5 größer als
1 schreiben möchte, dann muss ich auch das hier mit diesem dieser Character Entity umschreiben. Also es gibt einfach reservierte Zeichen und Oxygen warnt mich eh, wenn ich das falsch verwende. Und das könnte auch eine Fehlerquelle sein, eine potenzielle, auf die man immer wieder stoßt, weil man Anführungszeichen und auch das Kaufmännische und relativ oft auch in Texten findet. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einfach Kommentare hineinzuschreiben. Diese Kommentare sind dann oder werden dann zum Beispiel in einem Pre-Processing-Prozess, wenn wir das jetzt irgendwie verarbeiten würden, werden die dann einfach weggeschmissen. Also Kommentare dienen einfach der Editorin, dem Editor, für sich selber irgendwelche Notizen hineinzuschreiben. Das kann ganz praktisch sein. Die schauen eben, haben diese Struktur und da kann ich dann einfach einen Text hineinschreiben. Das sind also zwei Dinge, die wir noch kennengelernt haben, eben, dass wir Kommentare setzen können und dass es diese Character Entities gibt, die hier auch auf der Tabelle noch einmal zusammengefasst werden. Fassen wir an dieser Stelle einmal zusammen. XML ist eine standardisierte, erweiterbare Auszeichnungssprache. Extensible. Sie ist plattformunabhängig, sie ist offen und nicht proprietär. Das heißt, nicht proprietär, dass ein Konzern wie eben Microsoft ein Produkt ausliefert und die freie Community das nicht weiterentwickeln kann. Plattformunabhängig bedeutet, dass es auf unterschiedlichsten Betriebssystemen laufen kann, ob das jetzt ein Linux-Betriebssystem oder ein Windows-Betriebssystem ist. Und offen heißt, dass jeder mitmachen kann und das erweitern könnte. Ja? Ist eine Metasprache, mit deren Regelset Daten und Dokumente beschrieben werden können. Ganz wichtig ist, dass XML etwa Mensch- und Maschinenlesbar ist, dadurch, dass ja die Elemente, die eben to, from, body und p und so weiter heißen, kann es ein Mensch lesen, aber genauso kann ich sagen, gib mir alle p-Element in allen Memos und verarbeitet die auf eine bestimmte Art und Weise. Es basiert auf der strikten Trennung von Struktur und also vom strukturierten Inhalt und der Formatierung. XML-Daten sind unabhängig von einem Ausgabemedium, Stichwort Single Source Publishing. Ich kann es also auf unterschiedlichen Servern beispielsweise austauschen und jeder dieser Server ist in der Lage, dieses XML-Dokument zu lesen und ich brauche kein konkretes konkrete Software, die nur dafür gemacht worden ist, XML zu lesen. Das kann jeder einfache Texteditor kann auch XML öffnen. Es ist ein Datenaustauschformat und dient als syntaktische Grundlage für ganz viele Metadatenstandards, wie eben die Text Encoding Initiative, die in XML serialisiert ist. Aber auch andere Metadatenstandards, wie eben Dublin Core beispielsweise oder MARC, Standard aus den Bibliothekswissenschaften, die können in XML standardisiert sein. Es gibt natürlich auch andere Datenaustauschformaten, wie etwa JSON. Das werden wir uns vielleicht auch dann in einer anderen Folie noch anschauen und XML und JSON gegenüberstellen. XML liefert eben die Syntax. Etwas ist wohl geformt, das kann ich dann überprüfen. Werden alle Regeln von XML eingehalten, eben auch den Root-Element, auch schließende Elemente und so weiter. Aber der Aufbau dieser einzelnen Dokumente wird dann durch ein Schema festgesetzt und dieses Schema, ich kann dann Dokumente nach diesem Schema validieren und das werden wir dann auch gleich noch kennenlernen, was damit gemeint ist. Nämlich mit diesen unterschiedlichen Schemasprachen, die sozusagen ein semantisches Regelwerk für XML-Dokumente abbilden. Da gibt es zum Beispiel die Document Type Definition und XML-Schema. Die beschreiben das Vokabular und die Regeln, wie XML-Dokumente ausschauen können. Wir könnten also eine Document Type Definition für unsere Memos definieren, beispielsweise. Versuchen wir das doch gleich, ein anderes Vokabular zu nutzen. Unser Memo-Datenmodell ist ja so gar nicht standardisiert bis jetzt. Es gibt überhaupt keine Regeln, wie ich was machen könnte. Also ich kann jederzeit hier ein weiteres Element Date hineinzuschreiben und da könnte ich irgendeine Datumsangabe eingeben, zum Beispiel den 1.1.1990
1900. Passt jetzt natürlich nicht zu dem Star Wars Beispiel. Ich kenne mich jetzt mit Zeitrechnungen Star Wars nicht aus. Aber es gibt keine, also ich bin jederzeit, kann jederzeit irgendein Element und andere Datensätze hineingeben. Wichtig ist, dass wir jetzt noch eine weitere Art der Standardisierung mit ins Spiel bringen. Und eine Möglichkeit ist eben bereits existierende Standards zu verwenden. Und damit auch jeder immer die gleichen Elemente, die in diesen Standards verwendet werden, benutzt, gibt es so etwas wie Namespaces. Und das werden wir auch in diesem Beispiel hier gleich einfügen. Ich kann hier in das Root-Element einfach einen Namespace eingeben. Das ist immer mit XMLNS, mit einem Doppelpunkt, und dann wird eine Abkürzung für einen Namespace angeführt, und dieser Namespace verweist auf diese URL, und in dieser URL wird das Dublin Core Element, also werden die Dublin Core Elements definiert. Also das sind ein basaler Metadatenstandard, der aus ganz wenigen Elementen besteht, die eben Objekte, digitale Objekte beschreiben. Also was ist der Titel eines Objekts, was ist die Quelle, was ist das Datum, was ist das Format und die Sprache eines Objekts. Das dürftet ihr sicher schon mal kennengelernt haben. Und da gibt es eben eine eigene Spezifikation, wo eben die einzelnen Elemente definiert werden. Also wenn wir uns beispielsweise das Creator-Element anschauen, dann haben wir eine Definition. A Creator is an entity responsible for making the resource, beispielsweise. Und dort ist einfach dieses Element, also die Bedeutung von einem Element, definiert. Und dadurch, dass ich jetzt das mit dem DC verwende, also hier in meinem XML eingebunden habe, kann ich zum Beispiel sagen, ich verwende jetzt irgendein DC-Element, also DC-Doppelpunkt, und sage beispielsweise DC, ja, oder nehmen wir gleich DC-Date einfach und mache aus diesem unspezifischen Element Date ein DC-Date, also so wie der Dublin Core Date versteht, und das können wir auch einfach hier nachlesen, a point or period of time associated with an event in the life cycle of the resource. Klingt doch ganz gut. Und genauso wie das hier definiert ist, ist jetzt auch unser Datum in unserem Dokument definiert. Und diese unterschiedlichen Vokabulare kann ich eben durch Namespaces in mein Dokument hereinholen. Denn ich möchte es beispielsweise von einem anderen Date unterscheiden. Von meinem eigenen Date, das jetzt vielleicht nicht das Datum des Entstehens dieses Memos ist, sondern das Datum des Sendens. Und das ist dann irgendwie am 12.01.1900 verschickt worden. Also dieses Date hier ist ein anderes Date als dieses Date, und mit diesen Namespaces kann man sozusagen Gleichheit dann aufheben. Also weitere Spezifizierungen durchführen. Sinnvoller wäre natürlich, dieses Date gleich anders zu benennen, etwa Send oder so irgendwas. Das ist also die Möglichkeit, hier Namespaces zu nutzen in unseren XML-Dokumenten. Was ich an dieser Stelle noch sagen möchte ist, es gibt auch einen Default-Namespace. Wir könnten jetzt dieses DC hier wegnehmen und das so schreiben. Dann würde jetzt natürlich die Fehlermeldung geben, dass dieses Präfix DC nicht gebunden ist, also das gibt es nicht. Aber das würde heißen, dass alle Elemente, die wir verwenden, aus diesem DC-Vokabular stammen. Ja? Was jetzt aber gar nicht, nachdem ich auf Validieren gehe, und Validieren heißt, ist also der Prozess, alle unsere Elemente und unsere Strukturen nach einem gewissen Schema abzuprüfen, ob sie allen Regeln entsprechen, dann funktioniert das gar nicht. Er sagt einfach, es ist keine DTT, Document Type Definition in dem Fall, hier eingebunden. Also wir müssen schon selber mitdenken, wenn wir Namespaces verwenden, weil ein Memo, ein To, ein From, ein Body-Element, ein P-Element, die sind alle in Dublin Core nicht definiert. Und so würden wir aber sorgen, dass das alles DC-Elemente sind. Also sofern wir noch kein Schema direkt eingebunden haben, müssen wir darauf achten, wenn wir Namespaces verwenden, dass wir sie auch richtig verwenden. Und deswegen empfiehlt es sich hier, das ganz klar als DC auszudrücken, und dann
Bezieht sich dieses DC nur auf dieses DC-Deck? Abschließend zu diesem Video möchte ich eine Übung vorstellen. Und zwar, die Aufgabe ist es, sich eine Geschichte aus dem Struwwelpeter von Wikisource auszusuchen und sich ein einfaches Modell überlegen, wie man diese Geschichten auszeichnen und strukturieren kann. Tiefe und die Komplexität sollten dabei wie bei unserem Memo-Beispiel sein. Wir sollten den XML-Editor mal ausprobieren und kennenlernen und es wird wirklich nicht groß in die Tiefe gehen, was sind maximal 5 unterschiedliche Elemente, 2 unterschiedliche Attribute, aber bitte auch den Dublin Core beispielsweise verwenden und mindestens ein Dublin Core Element irgendwo einbauen. Und wenn es nur das Titelelement ist, um die Geschichte, die man sich ausgesucht hat, zu kennzeichnen. Und das Beispiel, diese Übungsbeispiel dann auf Moodle hochladen. Es geht einfach darum, mit dem Oxygen Editor zu arbeiten und ein erstes XML-Dokument selber zu schreiben und sich selber überlegen, wie die Struktur an einem ganz einfachen Beispiel aussehen könnte. Danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Video.